Hi Jo, willkommen zurück zu FIFA 13. Ja, es geht weiter. Karrieremodus mit Borussia Dortmund. Ja, letztes Mal haben wir gegen Werder Bremen unser erstes Pflichtspiel in der Bundesliga bestritten und haben 6:2 gewonnen. Wunderbare Tore durch unsere Elf haben wir erzielt und durch unseren Joker Leitner, den wir vielleicht heute mal in die Startelf aufnehmen. Okay, als nächstes spielen wir gegen Nürnberg. Nürnberg haben wir auf dem zweiten Spieltag ein 1:1 rausgespielt und am 19. Spieltag war das Rückspiel, wo wir 3:0 gegen Nürnberg gewonnen haben. Also wieder eine 4:1 Sache. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Wir fangen an. Nächste Partie. Los geht's. Gut, wir haben natürlich wieder unsere bekannte Elf. Die werden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht wechseln, sind alle noch voll fit. Wir werden aber diesmal Leitner als ersten Mann nehmen. Leitner werden wir nämlich mal gegen. Das ist schwierig. Leitner würde ich gerne mal vorne sehen. Und zwar würde ich gerne Leitner gegen Gündogan wechseln. Gündogan wird dann auch eingewechselt. Und ich werde diesmal werde ich Kehl und Philippe Santa die Chance. Kehl und Gündogan und Skadi wieder einwechseln. Kehl wird diesmal die Chance bekommen, sich zu beweisen. Mal schauen, wie es ausgeht. Unsere ganz normale Elf ist ziemlich gewohnt. Bloß, dass diesmal Leitner dabei ist, der eine wirklich verdammt gute Saison bis jetzt spielt. Mal schauen. Flankentraining mit Lewandowski. Oh, getroffen! Nein, ehrlich? Ja, ich habe getroffen. Oh, yeah. Okay, da geht's los. Die Aufstellung von dem ersten FC Nürnberg. Wir spielen aufwärts. Auswärts, aufwärts, auswärts. Ich sag immer aufwärts, aber ich sag jetzt auswärts. Jo. Und da war die Elf. Ich habe die Formation nicht gesehen. Super. Wir spielen natürlich wieder im 4-5-1-System. Unser Schlüsselmann ist Robert Lewandowski mit 2 Ligatoren. Und wir spielen natürlich wieder 4-5-1. Mit vorne Lewandowski in der Spitze. Und den bekannten Gesichtern. Alles klar. Die macht sich warm. Und da geht's los. Wir spielen diesmal etwas offensiver. Denn ich möchte jetzt mal probieren, wie das ist, wenn wir jetzt mal ein bisschen offensiv was draufhalten. Alles klar. Gut. Nürnberg versucht die erste Chance erstmal zu bringen. Aber wird gestoppt. Da ist Honda. Honda zu Leitner. Leitner mit einem Hackenpass zu Lewandowski. Ja, Leute, ihr müsst auch vorrennen. Es bringt mir nichts, wenn ihr da bleibt. Okay, da ist die Reingabe, da ist Leitner. Aber der Kopfball kommt zu spät an. Er wurde weggecheckt. Das hat man einfach gesehen. So, Honda am Ball. Honda. Macht er es alleine, wird er passen? Macht er es alleine, wird er passen? Da ist Reus. Und Reus versucht es direkt. Aber da ist die Ecke. Reus bringt den Ball hinein. Und da steht Hummels. Und da ist Honda. Und jetzt kommt Piszczek, der den Ball wieder ins Spiel bringt. Honda zu Leitner. Leitner versucht es irgendwie durchzukommen, wird aber dann gestoppt von den formstarken Nürnbergern, die auch das letzte Spiel gewonnen haben. Ja, so kann man das so sagen. Ne? Alles klar, Honda am Ball. Honda. Honda versucht direkt. Aber eine Glanztat vom Nürnberger Keeper. Und ein weiterer Ecke Schmelzer zu Hummels. Der wieder zentral drin steht, wie man es kennt. So. Piszczek. Piszczek. Immer noch Piszczek. So. Honda. Gebt einen langen Kopfball zu Lewandowski. Und Lewandowski schießt. Knappes Ding. Hätte reingehen können, muss aber nicht. Man kann es komplett verzeihen. Alles klar. Okay. Hummels verliert das Kopfballduell. Und da ist der Angriff. Oh, da gibt es Tunnelmuddel. Leverkusen führt gegen Freiburg 1:0. Und da haben wir Lewandowski, der zu Leitner passt. Leitner, der zurück zu Lewandowski. Und da ist Honda. Honda mit etwas aggressiverem Spiel heute. Da ist Honda!
Der Junge will ein Tor schießen, das sieht man ihm an. Und er wird es auch wahrscheinlich auch bald schaffen, wenn er weiter an sich arbeitet. Wenn die Chance einfach da ist. So, Subotic. Raus zu Reus. Reus zu Leitner. Reus eher in der Defensive aufgehoben. Vorne ist er nicht so präsent wie die Leitner und Co. Reus ist eher für das etwas defensivere Mittelfeld da. Und bringt Reingaben in die Offensive. Okay, Leitner zu Honda. Honda mit einem Hackenschuss zu Lewandowski. Und Lewandowski steht frei. Und da wurde er aufgehalten in der letzten Sekunde, bevor er abziehen konnte. Ja, komm schon. Und da ist der Abstoß. 21. Minute, ist noch kein Tor gefallen, aber die beiden Mannschaften sind formstark. Nürnberger mit einer sehr guten Defensive. Und Dortmunder, wie immer, mit vielen Versuchen, ein Tor reinzumachen. Aber bis jetzt wurden sie noch nicht vom Glück gesegnet. So, jetzt Lewandowski. Ein Rückpass der Nürnberger. Und da versuchen sie es, weiter reinzubringen. Subotic zu Honda. Honda zu Lewandowski. Der steht gut und versucht zwar abzuziehen, aber war zu flach, zu schwach und geht genau in die Arme des Keepers. Versuchen ihn ein bisschen nervös zu machen. Das sieht man einfach an. So, da ist eine schöne Reingabe. So, versuchen sie jetzt den Ball reinzubringen. Versuchen sie es? Sie versuchen es! Kopfball! Aber leider war er etwas schwach im Abgang. Das kann man aber verzeihen. Schmelz am Ball. Zu Honda. Honda zu Lewandowski. Lewandowski sucht die Ecke. Da ist Bender, der super durchläuft. Ein super Pass. Und da ist Bender. Und da ist Honda. 1:0. Borussia Dortmund. 38. Minute. Und Honda schießt sein erstes Saisontor. Und endlich ist er erlöst. Super Pass von Lewandowski zu Bender. Bender macht ihn nicht rein, aber Honda mit einem klugen Köpfchen einfach ins Netz rein. Bender aber super Schuss. Aber der Kopfball von Honda beweist einfach, dass alles super funktioniert. 1:0, nee, 0:1. Nürnberg liegt zu Hause zurück. Und ja, so ist wohl die Geschichte. Alles klar, Reus am Ball. Reus zu Honda. Honda am Ball, der Torschütze. Versucht es jetzt mal nach außen zu spielen. Und versucht es mit einer langen Flanke, die aber in die Arme des Torkeepers sollte, aber leider nur abgefäustelt werden konnte, weil es ein sehr starker Schuss war. So, Reingabe. Aber kein Fehler. Stehen kompakt, immer noch da. Das andere war einfach zu perfektioniert. Da war wirklich viel Glück dabei. Honda. Reingabe zu Lewandowski. Lewandowski wird aber gestoppt. So, Bender. Okay, Freistoß für Nürnberg nach einem harten Tackle. So, weitere Reingabe. Geklärt. Bender. Zu Lewandowski. Lewandowski. Kriegt den Ball abgenommen. Lewandowski in der Mitte nicht sehr stark. Lässt es lieber von anderen von außen machen. Und da ist der Halbzeitpfiff. 0:1. Liegt Nürnberg gegen Dortmund zurück. Wir führen. Honda ist der Torschütze von einer perfekten Reingabe von Lewandowski letztes Mal. Zu Bender und Bender nach der Abfälschung des Torwartes. Zu Honda. Okay, gut. Wir wechseln natürlich wieder so wie gekonnt aus. Diesmal machen wir aber Skelly rein für Lewandowski. Und wir werden Felipe Santa für Subotic reinsetzen. Nee, Piszczek diesmal, weil, ja. Und werden Kehl spielen lassen für Honda. Honda wurde noch nicht ausgewechselt. So. Damit steht dann wieder unsere Elf komplett mit neuen Spielern. So. Da ist schon dabei, Skelly im Spiel und Leitner hat den Ball. Nächsten 45 Minuten beginnen an. Mal gucken, was da so passieren wird. Vielleicht wird die große Überraschung passieren.
Welch ein großer Torhagel, man weiß es ja nicht. Okay, Nürnberg im Ballbesitz. Versuchen reinzugeben, aber Philippe Santa stellt sich dazwischen. So, Skelly am Ball. So, da ist Leitner. Leitner steht frei! Und gute Parade, super geklärt. Mit dem Fuß abgewehrt. Und Reus wieder Reingabe und Kopfballversuch. Und da ist Subotic. Wurde aber geblockt. Wir lassen uns aber davon nicht beirren. Hummels am Ball zu Reus und Reus zu Skelly. Der Ball kommt sehr langsam an, aber mit Effet. Und da ist die Reingabe, aber da ist niemand zu Hause. Und da ist Bender. Oh, gut gehalten, gute Parade, super Tat von Schäfer. Und weiter. Hummels zu Subotic, zu Kehl. Kehl mit einer weiten Reingabeversuch, aber das war abseits. So, Nürnberg, ein weiter Freistoß. Und jetzt zu Bender. Bender zu Blaschikowski, der sich sehr schön freiläuft. Macht das alleine, ja, versucht weiterzugeben. Er wurde, glaube ich, ein bisschen überrumpelt. Und einen geraden Schuss hätte er nicht hinbekommen. So. Jetzt Bender zu Skelly. Skelly am Ball. Und er wird unsanft von den Füßen geholt. Das gibt die Gelb für Simons. Denn es war ein etwas härterer Tackle, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Gut. Dann laufen sie sich da mal frei. Und Reus! Der macht's! 0:2! Nach einem Rückpass von Philippe Santa macht Reus sein erstes Saisontor und macht das 0:2 in der 61. Minute. Freistoß, Rückpass, Reus zieht ab und einfach rein damit. Ein großes Luftloch und er nutzt es perfekt. 0:2 für Dortmund. So, weiter, weiter, weiter. Immer weiter. Ja, 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 nein, nein, nein. Ja, na, nein, nein, ja, ja, nein, nein. So, die Auswechslung für Nürnberg. Balic geht für... Konnte ich nicht mal lesen. Dankeschön, liebes Spiel, dass du es einfach wegdrückst, du Sau. Und da versuchen sie es mit einer Flanke, aber geht leider ins Tor aus. Konnte nicht vorher abgefangen werden. Jetzt eine weitere Reingabe von Weidenfeller zu Skelly. Und Skelly verliert den Ball. Skelly ist noch nicht bereit für die Startelf, denn er ist jetzt noch nicht formstark genug. Wenn man das jetzt vergleicht mit einem Lewandowski oder sonstigem. Und Lewandowski ist einfach jetzt momentan stärker und Reus genauso. Da wird er wieder unsanft von den Beinen geholt, aber es wird nicht gepfiffen, weil das Ballspiel war. Felipe Santa klärt. Einwurfposition im eigenen Feld. Aber Fehlannahme, Blaschikowski profitiert davon. Dann zu Skelly. Skelly greift rein. Und Skatless. Und da ist Bender. Wunderbar. Skatless abgefälscht am Torkeeper. Und dann Bender mit einem fulminanten Kopfball, der dem Abwehrspieler von FC Nürnberg halber das Kreuz bricht. Tabango. Einfach mal umgeschmissen. Aber egal. 0:3. Bender macht's super. So, Nürnberg mit etwas weniger Effet, muss man ganz ehrlich dazu sagen. So, Skelly am Ball. Und der Skelly läuft und läuft. Und da wird er gefault. Und das gibt Elfer. Und der vorgestrafte Simons bekommt Gelb-Rot. Für den zweiten Foul an Skatless und das auch noch im 16er. Das bedeutet folgendes. Erstmal eine Auswechslung. Für Nürnberg. Nochmal Franz für Hulusek. Warum gibt denn das kein Elfer? Das war im 16er, Leute. Dumm.
Ja, genau. So, wie machen wir das am besten? Einfach mal eine kurze Reingabe. Reingabe, Hummels! Sollte nicht sein. Aber Hummels hat es probiert. Er ist eigentlich ziemlich stark, wenn es vor dem Tor geht. Weil er immer zentral sehr stark ist. Was auch Kopfbällen und sonstiges angeht. Hummels zu Blachikowski, der zu Skeddy, der den Ball für sich behauptet. Und Skeddy steht vorm Tor und versucht's. Wieder pariert. Schäfer will nicht noch höher verlieren, als jetzt eigentlich schon auf der Tafel steht. Deswegen verteidigt er jetzt sein Revier noch so gut wie er kann. Leitner zu Skeddy. Und da war Abseits. Ein weiterer Wechsel. Eswein kommt rein. Für Pickard. So, Weidenfeld erklärt mit der Faust. Gar nicht beirren lassen und Skeddy am Ball. Skeddy stürmt. Diesmal will er's. Er will's. Er läuft rein. Und Skeddy! 0:4, 87 Minute. Skattis macht sein erstes Tor. Und im letzten Spiel gegen Werder Bremen hat er zweimal gegen die Latte geschossen. Und jetzt macht er es endlich rein. Schwach, aber gut gemacht. 0:4, das ist das, was zählt. Er ist reingegangen. So, jetzt ist Skeddy wach. Jetzt will er mehr. Jetzt will er wirklich mehr. Als schon auf der Tafel steht. Skeddy steht. Und Skeddy! Und da wird Blachikowski unsanft weggeworfen, aber es wird nicht gepfiffen. Er wurde aufgehalten, am Arm gezogen, aber es wird nicht gepfiffen im Strafen-16er. Das ist eine sehr große Fehlentscheidung des Unparteiischen. So, da ist Skeddy. Skeddy versucht schon wieder. Und Skeddy trifft! 0:5! Sein zweites Tor in 90. Minute in der Nachspielzeit. Traumhaft, die Nummer 18. Ein wunderschönes Tor. Er läuft sich wieder frei und ballert einfach ins Eck. Wahnsinn. 0:5 gegen Nürnberg. Dortmund steht nichts nach. Die wollen wirklich was erreichen. So, jetzt versuchen sie es nochmal, aber natürlich wieder geklärt. Es ist kein Durchkommen heute für die Nürnberger. Und da ist Skeddy wieder am Ball. Skeddy versucht sich durchzusetzen. Er setzt sich auch noch durch. Skeddy steht vor dem Tor. Aber wieder pariert. Das sind mehr als 6 Torchancen für Skeddy. Und er hätte seinen Hattrick machen können. In seinem ersten Profispiel. Okay. Abpfiff. 0:5 gewinnt Borussia Dortmund in Nürnberg. Simmons wurde vom Platz geschmissen. Durch Gelb-Rot. 2 Tore von Skeddy. Einmal Bendtner, einmal Reus und einmal Honda. Das kann sich echt sehen lassen. Das war perfekt gemacht. Wunderbar. So. Die Spielerbewertung. Bender natürlich eine 9,8 Bewertung. Leitner eine sehr gute Bewertung. Genauso wie Skeddy eine gute Bewertung. Und man muss ganz ehrlich sagen, ist auch vollkommen verdient. Blachikowski. Ja, okay. 7-0 finde ich jetzt ein bisschen untertrieben. Also, nee, untertrieben, ja. Das, also, ich finde, jetzt er hat mehr gemacht. Reus 8,6 vollkommen okay. Kehl, ja, geht auch noch voll klar. Honda 7,6 auch gut. Lewandowski 6,3 ist berechtigt. Okay, hier sind noch die anderen Ergebnisse der Spiele an diesem Spieltag. Und mit einem zweiten Sieg geht Fischkutter rein. Okay, das nächste Spiel werden wir gegen den ersten FC Chelsea durchstreiten. Und zwar in der Gruppenphase der Champions League. Das wird bestimmt sehr spannend. Gehen wir mal weiter vor in der Sache. Jetzt haben wir ein Angebot von Mario Götze bekommen. Ihr möchtet Real Madrid den lieben Götze kaufen. Aber warum nicht? Dann bedroht er uns jedenfalls nicht. Gut, tschüss. Wahrscheinlich, ja gut, Dortmunder können mich da eh nicht hassen. Aber ich wollte unbedingt noch jemanden kaufen. Unbedingt, unbedingt. Was für mich ein wirklich sehr großes Talent ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Spielt in der Bundesliga und zwar bei unserem Rivalen. Und zwar möchte ich gerne, ihr wisst es glaube ich schon. Nein, kein Japaner. Also ich finde es aber schön, dass da Japaner gibt. Alles klar. Ich möchte nämlich gerne... Wo ist er?
Ich möchte es jedenfalls mal probieren. Sind ja nicht da. Hä? Wo ist denn der? Verarscht. Der war doch da schon dabei, oder? Ja, ich verrate jetzt, wen ich kaufen will. Ich will Traxler kaufen. Ne, Tracker, sondern Traxler. Traxler. So. Hoffentlich habe ich es richtig geschrieben. Ist Traxler noch nicht bei FIFA 13? The fuck? Nochmal. Moment, wo haben wir denn, Schalke. Aufstellung. Traxler müsste eigentlich immer in der Startelf stehen. D-R-A-X-L-E-R. Traxler. Natürlich nicht in der Bundesliga. Haben die den jetzt ehrlich verkauft? Oh, das wäre jetzt aber echt schade. Ich wollte nämlich Traxler haben. Ajo! Genau! Die verkaufen den Everton FC Barcelona. Ich glaube, ihr Hacken. Ich will einfach 12.500.000. Ach, fuck. Geht nicht. Weil Götze noch nicht verkauft wurde. Dann lassen wir erstmal Götze verkaufen. Alles klar, jetzt ist aber die letzte Frist. Wir müssen Traxler kriegen. Also, Spieler wurde verkauft. Wir kriegen 25 Millionen von dem Erwerb. Transfer. Spieler kaufen. Ich will Traxler haben. Ich will Traxler! Nein! Oh, ich würde nicht erneut wechseln, weil er erst gewechselt hat. Ja, ist klar, ne? Was für ein Scheiß. Wie es aussieht, wurde Ribéry auch schon verkauft. Für wen könnten wir denn noch so gebrauchen? Also, wer würde denn eigentlich noch ein gutes Spiel machen? Wir suchen jetzt einfach mal. Wir haben jetzt 26 Millionen. Gucken wir mal, was wir damit zu kaufen können. Messi würden wir dafür nicht kaufen. Das weiß ich jetzt schon. Ribéry brauche ich eigentlich nicht. Das ist unnötig, wenn ich mir dann Ribéry kaufen würde. Wayne Rooney genauso. Casillas brauche ich nicht. Ich brauche keinen Torwart. Ibrahimovic kann ich mir kaufen. Aber warum? Was brauche ich auch Özil oder so. Snyder brauche ich nicht, Fabregas brauche ich nicht. Aguero wäre natürlich richtig nice, weil nämlich das ist, der entwickelt sich richtig gut, aber für was brauchen wir einen Aguero? Wir haben mich. Das hört sich jetzt voll arrogant an, aber es ist wirklich so, für was brauchen wir einen Aguero? David Villa, Samuel Eto'o. Neymar. Der kostet aber 30 Millionen. Warum eigentlich auch nicht? Ich brauche keinen Stürmer. Boah, Nasri ist richtig gut später. Ich glaube, den frage ich mal an. Nasri wird später richtig gut. Aber richtig gut. Fangen wir mal an für 26 Millionen. Mal gucken. Für Kehl. Er will 2 Millionen zu Torino. Wenn er mir 3 Millionen 800.000 gibt, dann trenne ich mich von Kehl. Weil Kehl kann ich nämlich verkaufen, wenn ich Nasri bekomme. Ja, sie nehmen an. Wunderbar. Nasri können wir verpflichten. Und er möchte 3 Jahre mit 130.000. Kein Problem.
Nee, also für mehr verkaufen noch nicht. Also weniger meine ich. Angebot wurde akzeptiert. Nasri will zu uns und er kommt natürlich auch zu uns. Finde ich ein fairer Tausch. Neuverpflichtung, natürlich. Nasri, was machen wir mit dem? Ich glaube, den tauschen wir mal gegen Kehl dann. Der wird dann der. Was ist denn das zentrale? Okay. Offensiver Mittelfeldspieler. Dann machen wir da den Gündogan-Tausch. Oder so, ich weiß es nicht. Natürlich kann ich ja heulen. Ja, warum verkaufst du Götze? Kein BVB-Fan wird mir das nachheulen, wenn ich Götze verkauft hab. Er geht schon zu Bayern! Okay, letzte Frist ist abgelaufen. Transfermarkt ist fertig. Aber wir haben alles gekauft, was wir wollten eigentlich. Borussia Dortmund versucht es ohne Götze, ist doch ganz klar. Weil wir haben Nasri, der sich auch sehr gut entwickelt. Und der sehr gut ist. Also im Mittelfeld, so generell. Okay, gut, dann gehen wir noch vor bis zum nächsten Spiel. Jetzt geht es alles natürlich ein bisschen schneller. Weil der Transfermarkt ist ja rum. Nasri vor seinem Debüt, natürlich. So, wir machen jetzt noch schnell eine Änderung. Und zwar wird Nasri, nee, ich habe mir das anders überlegt. Nasri wird der Bänderersatz sein. So wird es sein. Okay, gut, dann haben wir das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Spiel im Champions Cup gegen Chelsea. Bis dahin, ciao, haut rein.